Es entwickelte sich zu dem beliebtesten Volksfest in Nauru. Die Kartoffel symbolisiert das Naunufer Kartoffelfest. Es war von 1990 bis 2022 das größte Volksfest rund um die Kartoffel mit vielen bunten Veranstaltungen und Wettbewerben und vielen Spaß für jede Altersklasse. Es wurden 22 Kartoffelkönige gekrönt und sogar eine Kartoffelkönigin residierte einige Jahre. Sie erinnert uns alle an unseren Vater und die Bauer, der 1734 die Kartoffel nach Nauru brachte. Ganz toll. Ja. In Stadt und Land weithin bekannt, das Naunhofer Kartoffelfest. So, dann haben wir schon die Theatergruppe von Naunhof, ca. 20 Personen, die hier im Märchenkostüm beim Fest und zum teilnehmen. Ja, und wie bereits gesagt, in den 90er Jahren gegründet durch ehemalige Eltern und Erzieherinnen der Kita Zwergenland. Ihr Repertoire umfasst inzwischen 15 Märchen. Kulissen werden alle selber gebaut. Dazu spektakuläre Soundeffekte und Lichtkonzepte. Dazu haben sie auch einen eigenen Techniker. Und Unterstützung erfährt natürlich die Gruppe durch den Kostümverleih der Arbo in Grimma, durch die Kulturwerkstatt und durch Spendungen zu den Uraufführungen. Die Theatergruppe hat hier noch eine große Bitte an die Runde. Sie sucht dringend Räumlichkeiten zur Unterstellung ihrer Kostüme und Kulissen. Und ich weiß auch, dass Akteure in der Theatergruppe herzlich willkommen sind. Das nächste Schild, der Kinderbasar Naunhof, eine Interessengemeinschaft rund ums Kind, besteht aus den Damen Silkenfleischer und Astrid Gensheimer. Die organisieren mit Hilfe eines großen Teams, das sie dazu haben, aus vielen ehrenamtlichen Helfern zweimal im Jahr einen Kinderbasar Naunhof. Die Basare werden seit 2012 gestaltet oder veranstaltet und ein Teil des Erlöses wird von den Verkäufern einbehalten und in Form einer Spende einem gemeinnützigen Projekt zugeführt. Da haben auch schon Vereine hier in Naunhof davon. Seht euch mal hier mit dem davon in den Gelüsten. So, dann haben wir die Interessengemeinschaft für Körperbehinderte des Muldentals e.V., die Heike Bartel, die ist auch wohl bekannt. Selbstbestimmt leben in einer Welt ohne Barrieren, das ist das Motto der Interessenvereinigung. Und diese Interessenvereinigung für körperbehinderte Menschen des Muldentals lädt Menschen mit und ohne Behinderung ein, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, tolle Freizeitaktivitäten miteinander zu erleben. Und so wollen wir die Barrieren in den Köpfen abbauen. Das ist ihr Motto. Eine Gesellschaft gestalten, die für alle offen ist. Kompetenter Ansprechpartner für Menschen mit Körperbehinderung und deren Angehörigen. So, und das nächste Schild oder der nächste Block, das ist die Lebenshilfe Dr. Venturehaus. Herzlich willkommen. Wir tanzen aus der Reihe. Wir wollen Barrieren überwinden und zueinander finden. Die Tanzgruppe in Tali-Gri, eine Tanzgruppe für Menschen mit und ohne Behinderung, führt einen kleinen Tanz vor. Das habt ihr schon gemacht. Okay, das Dr. Rinsche-Haus ist im Jahr 2000 eröffnet worden. Ein Herz für alle, die Hilfe benötigen, im Alter zu Hause wohnen und ein selbstständiges Leben führen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Nicht selten lässt die Gesundheit nach und selbst die häusliche Umgebung birgt zunehmend ungeahnte Hindernisse. Also Pflege ist nötig. Genau hier ist der ambulante Pflegedienst Holzhäuser Naunhof im Umkreis für Sie da. Sie bieten Menschen, die Unterstützung benötigen, unterschiedliche Leistungen zum Erhalt ihrer Selbstständigkeit von allen. Im Sorgen, wir stehen Ihnen mit Ihrer Professionalität, Empathie und individuell abgestimmte Pflege zur Seite. So, dann kommt... Die Möhle nimmt die Brille auf. Nein. Ja, man sieht in Naunhof eine ganze Menge Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, wie groß der Fuhrpark ist. Ich schätze mal so 25 bis 30 Fahrzeuge. Hey! Bist du bei der oder was? Ist das notwendig?
Ja, und jetzt sehen wir schon das Schild von der Fahrradstadt Nauenhof. Nauenhof liegt ja Gott sei Dank auf einer welche Berge. Hier lässt sich doch bestimmt und was weiß ich nicht alles, was sie mit haben. Die Radler kommen angeführt und imitiert von den Kranwerken. Sind extra auch noch Gäste dazu angereist. Aus Leipzig, aus dem Muldental und natürlich Nauenhofer mit dabei. Und hier haben wir es nochmal beschrieben. Mit dabei Rennen, Crossbikes, Lastenliegeräder, Trekking- und Mountainbikes, E-Bikes, Tandems, Dreiräder, Klapp- und Kinderfahrräder. Ja, und wie Sie wissen, führt mitten durch Nauenhof auf der 160 Kilometer Rundradweg von Leipzig aus. Das Kinder- und Jugendhaus-Oase ist bunt, vielseitig, ist laut und verrückt. Ein Platz nur für euch Kids ab 9 Jahre. Ein Ort, wo ihr feiern könnt, wo ihr eure freie individuelle Entfaltung finden könnt. Ja, könnt ihr euch austoben, ihr könnt Graffiti machen, ihr könnt tanzen, Musik, Sport, es ist alles für euch, was ihr braucht. Ganz besonderes Motto, jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit. Ganz, ganz wichtig. Es entdeckt und erforscht mit kleinen Schritten eine große, weite Welt. Unsere integrative Kindertagesstätte ist zertifiziertes Haus der kleinen Forscher und betreut insgesamt 55 Kinder in 3 Gruppen im Alter von einem bis zum Schuleintritt. Die naturwissenschaftliche Bildung ist ein Schwerpunkt in der Arbeit von der Kindertagesstätte und geleitet wird die Tagesstätte von Yvonne Bogen mit ihren Zielen. Erzieherin. Als nächstes haben wir die Kindertagesstätte Waldwichtel und die Leiterin Frau Maria Schulz. Rund um den Wald ist das Motto der Kindertagesstätte, denn sie liegt direkt am Wald und ist deshalb mitten in der Natur. Hier werden ca. 86 Kinder betreut und fühlen sich dadurch pudelwohl. Und diese Kindertagesstätte hat einen ganz tollen pädagogischen Ansatz. Hilf mir, es selbst zu tun und ist natürlich in der Trägerstadt auch der Stadt Nauenhof. Jetzt kommt die Grashüpfer. Herzlich willkommen, Kindertagesstätte Grashüpfer. Eine kleine Kindertagesstätte mit ca. 20 Kindern und Leiterin Sandy Eichstätt liegt natürlich in dem schönen Ortsteil Aicha. Der schöne Holzbau ist eingebettet im Landschaftsschutzgebiet Pappenaue. Der nahegelegene Wald bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu erkunden. Und hier wird auch viel mit Naturmaterialien kreativ gebastelt. Oder man kann auch mal rüber in den Wald gehen und auf Baumstämmen herumklettern. Da steht schon die Kindertagesstätte Regenbogen. Herzlich willkommen, Frau Gundela-Rieger. Das ist die Leiterin. Sie haben ein Kindergartenmotto: bunt und froh und zugewandt. Christliche Prinzipien durchdringen tägliche Arbeit. Waldentdeckung und Projektarbeit finden statt. Alle genießen das tolle, helle Gebäude und den großen Garten mit Matschanlage, Kinderküche, Bewegungsbaustelle. Ein ganz toll engagiertes Team. Ja, wir sehen sie zwar noch nicht, die Kindertagesstätte Waldentdecker, aber wir hören sie schon. Das hört sich nach einem ganz Bulldog an. Herrlich. Also, herzlich willkommen hier bei uns im Festumzug. Das ist also um Frau Reismann, wenn ihr Kind heute sauber nach Hause kommt. Dazu. Und ich kann das, ich traue mich, das will ich wissen. Und hier dürfen die Kinder mit dem Messerschneiden sehen, auf Bäume klettern, Bilder gestalten, musizieren, backen, tüten, schmecken, bergen, pflanzen, an- und ausziehen, Fehler machen. Das ist ganz wichtig. Also, toll. Und auch hier eine ganz große Beteiligung der Kindertagesstätte Weltentdeckung aus Fuchsheim.
Tagesstelle Seefeld. Und die Leiterin Jana Jeschke, herzlich willkommen. Ja, Seefeld Spieleland e.V. gegründet im Jahr 2006. Unsere Vereinsmitglieder sind alle ehrenamtlich aktiv, ganz, ganz wichtig. Da sind wir wieder bei dem Thema, Ehrenamt ist ehrenwert. Die Kita Seefeld schon eröffnet 2010 mit 66 Plätzen für Kinder von 1 bis, ja, bis zum Schuleintritt. Und deren Motto für die Kita lautet, jedes Kind ist einmalig. Und aus diesem Grund besonders. Ja, nun haben wir ja nicht nur Seepferdchen, ne? Wir haben auch noch eine Kindertagesstätte Seesterne, hat alles was mit Naunhof und See zu tun. Da gibt es auch ein Kinderland e.V. gegründet mit Jana Jeschke als Leiterin und ca. 150 Personen, die Platz haben in der Kindertagesstätte. Eröffnet wurde die Kindertagesstätte im Jahr 2018 mit 62 Plätzen für die Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt. Und das Motto, auch hier, jedes Kind ist einmalig und aus diesem Grund ganz besonders. Übrigens das Motto des sächsischen Bildungsplanes. Und hier kommt die Kindertagesstätte Villa Kunderbund um, ja, den Namen, der ist ja eigentlich schon fast hier in Naunhof eine Legende. Frau Ines Wunder, Natur ist ein zweites Zuhause. Die Kita betreut 69 Kinder von 1 bis 6 Jahren. Die nächste Abteilung, die Grundschule und der Hort Naunhof. In diesem Zug sehen Sie ca. 40 Schüler und 10 Erwachsene. Lustige, singende Schüler mit Tüchern zum Winken. Winkball, sehr schön. Also, in der Grundschule Naunhof sind zurzeit ca. 380 Kinder, die dort in der ersten bis zur vierten Klasse lernen. Und diese Schule versteht sich als kindgerecht und auch leistungsorientierte Schule mit dem musischen Profil, also die singende und klingende Schule. Die besondere und bunte Vielfalt wird vom Hort Naunhof mit den 363 Kindern auch gut besucht, aufgegriffen und bietet einen Lebensraum zum Wohlfühlen. Die Ganztagsangebote hier zwischen Schule und Hort sind ein ganz wichtiger Baustein der Kooperation zwischen den beiden und gemeinsame, vielfältige schulische und auch außerschulische Aktivitäten stärken das Gemeinschaftsgefühl und fördern die Individualität jedes Einzelnen. Ja, 390 Schülerinnen und Schüler aus Naunhof und Umgebung werden hier in den Klassenstufen 5 bis 10 unterrichtet. Natürlich steht die 800-Jahr-Feier unserer Stadt hier im Vordergrund. Dort auch die Oberschule Naunhof feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Alles begann 1983 mit der Eröffnung der zweiten polytechnischen Oberschule auf Achsen im damals neu errichteten Plattenbau. In der Wurzner Straße auf dem ehemaligen Gelände des VEB Sachsenfels. Und hier sehen Sie Pioniere und FDJler von den Klassen 1 bis 10 in dem Zug mit drinne beim Sammeln von Altstoffen. Förderverein der Oberschule Naunhof, die stehen auch schon hier parat. Herzlich willkommen. Der Verein wurde 2004 gegründet und kam auf 30 Mitgliedern zwischenzurück greifen. Herzlich willkommen, freies Gymnasium in Naunhof. Freies Gymnasium Naunhof. Wer hätte sich das mal gedacht, dass Naunhof ein Gymnasium hat? Es war ein ganz, ganz harter Kampf, hier ein Gymnasium zu etablieren. Aber durch das Engagement der Eltern ist es gelungen, dieses Gymnasium hier als anerkannte Ersatzschule des Freistaates unter der Trägerschaft des Da Vinci Campus Naun zu gründen. Die sind 2011 gestartet. Mit 22 Fünftklässlern noch in 2 angemieteten Schulen der Grundschule. 12 Jahre später lernen heute 393 Kinder und Jugendliche in 2 modern ausgestatteten Unterrichtsgebäuden in grüner Umgebung auf dem Schulgelände in der Wiesenstraße. Der Bau
eines dritten Schulgebäudes hat begonnen und ist notwendig, um den steigenden Anmeldezahlen gerecht zu werden. Dieses Gebäude wird voraussichtlich im Schuljahr 2023/24 fertiggestellt. Das Gymnasium Naunhof wächst also weiter und wird auch in Zukunft den Kindern und Jugendlichen und Demo ein angenehmes und motiviertes Lernumfeld geben. Und auch hier gibt es natürlich einen Förderverein, der das Gymnasium fördert und die Aktivitäten sehr, sehr unterstützt.